Hallo und herzlich willkommen zu Space Haven. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass du dabei bist zu diesem neuen, wunderbaren Space-Simulationsprogramm. Schrägstrich Weltraum, Management, Aufbau, Spiel, wie auch immer. Wir sind in der Alpha 19 angekommen. Die ist jetzt ganz frisch veröffentlicht worden. Und ich hatte da eh schon mal wieder geplant reinzuschauen. Es gibt ein uraltes angespielt auf meinem Kanal von einer, Anno dazu mal. Eine ganz, ganz frühe Alpha-Version auf jeden Fall auch. Und naja, Alpha 19, wir sind mindestens 10 Versionen weiter, behaupte ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht, es ist lange, lange her. Deswegen jetzt mit Alpha 19 mal ein neuer Start. Das Ganze ist als Let's Play tatsächlich ausgelegt. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie stabil jetzt alles läuft. Wir werden ganz normal anfangen und gucken, ob alles gut geht. Wenn jetzt irgendein Update das Spiel dann kaputt machen sollte oder so, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, dann haben wir Pech gehabt. Dann wissen wir halt, gut, ist halt eine Alpha. Wir müssen uns grundsätzlich bei jeder Alpha, bei jeder Beta, müssen wir uns immer klar darüber sein, dass es mal dazu kommen kann, dass ein Spiel nicht mehr funktioniert. Aber jetzt gehen wir hier erstmal rein. Wer das Spiel noch nicht kennt, es hat gewisse Ähnlichkeiten mit RimWorld, mit SpaceBase DF9 oder was das damals eingestellt wurde. Aber es verbietet sich jetzt eigentlich darüber zu reden, wenn es die Möglichkeit gibt, es direkt zu zeigen. Also steigen wir jetzt ein. Wir machen ein neues Spiel. Und es gibt ein wunderbares Tutorial. Ist immer besser geworden in den letzten Versionen. Das werde ich jetzt aber nicht benutzen, sondern hier mit normal spielen. Ich muss euch sagen, dass mein Kenntnisstand über das Spiel tatsächlich schon recht eingerostet ist. Ich habe Teile des Tutorials jetzt nochmal neu probiert mit der Alpha 19, als die Alpha 19 noch im Experimental-Zweig war. Jetzt ist sie ja für alle veröffentlicht und ich glaube, es gibt sehr viel, das ich lernen kann und muss. Deswegen, falls ihr jetzt hier ein absolut durchgetimtes, super perfektes Let's Play erwartet, dann seid ihr hier falsch. Das hier wird mehr so ein wir fummeln uns durch, wir lernen alles relativ frisch kennen. Let's Play sein. Ich hoffe, es ist in Ordnung mit euch. Ich persönlich finde es immer spannend, jemandem zuzuschauen, der selbst noch nicht alles weiß und selber lernt. Dann hat man so dieses gemeinsame Entdecken irgendwie so ein bisschen. Aber das kann jeder von euch natürlich auch ganz anders sehen. Wir spielen das Szenario einfache Plattform, denn hier gibt es noch einige Hilfen, die uns an die Hand nehmen. Die verlassene Förderstation ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener. Es wird davon abgeraten, dies beim ersten Durchgang zu wählen. Und dann gibt es noch eine schwache Hoffnung. Das ist ein Szenario, mit dem man loslegen sollte, wenn man mit der Spielmechanik vertraut ist, so wie es hier auch steht. Und da gibt es halt keine Tutorial-Nachrichten. Deswegen, ich denke, einfache Plattform passt schon ganz gut. So, Spielstandname. Das nenne ich jetzt Let's Play. Und dann geht's mal weiter. Der Schwierigkeitsgrad. Ja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ihr wisst ja, ich habe was dagegen, immer gleich auf super Hardcore zu spielen. So ganz einfach ist auch nicht mein Ding. Auch wenn es in RimWorld momentan so eine Phase gibt, wo wir mal ein paar Folgen auf friedlich spielen, würde ich sagen, starten wir mal auf ausgewogen. Ich weiß nicht, ob wir es im Nachhinein ändern können. Deswegen wäre es hier halt schon jetzt auch so vielleicht eine Festlegung für den ganzen Durchgang. Also, hier steht, spiele das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad ausgewogen. Der Bestand an Anfangsressourcen und das Ressourcenvorkommen in der Galaxie befinden sich auf mittlerem Niveau. Auf deinen Reisen wirst du auf einige Widrigkeiten stoßen. No risk, no fun. Wir sehen hier auch direkt, welche Auswirkungen das hat. Also wenn wir mal auf friedlich gehen, sehen wir hier, also ihr müsst hier auf die Zahlen bei den Ressourcen achten. Das wird halt immer weniger und weniger, umso weiter man hier in die Schwierigkeit, umso weiter man die Schwierigkeit erhöht. Wir bleiben halt bei ausgewogen. Die Szenario-Tipps, die lassen wir auf jeden Fall eingeschaltet. Besatzung 4. Hangars sind besetzt. Weiß ich nicht genau, was das heißt. Das sind unsere Ressourcen. Wir haben ein bisschen Gemüse, wir haben ein bisschen Früchte, wir haben Hyperium, Weichblöcke,
zur Konstruktion, Infrablöcke, also das, Blöcke sind hier zur Konstruktion und es gibt halt eben bestimmte Verwendungszwecke. Weichblöcke werden zum Beispiel gebraucht, wenn man eine Couch baut, dann braucht man Weichblöcke und ich glaube auch Infrablöcke ein paar. Oder gibt es auch noch die Strukturblöcke, das sind Techblöcke. Ich bin gerade nicht sicher, Leute. Wie gesagt, es ist auch schon eine Weile her. Anfangssektor, Sektor 4 von 10, also im Anfangssektor sind 4 Ressourcen von 10, die es wohl gibt, verfügbar. Wir haben ein verlassenes Schiff, wir haben ein bisschen Eis, wir haben ein bisschen Energium und ein bisschen Hyperium. Und ihr könnt ja jetzt noch sehen, dass es jede Menge sehr feingliedrige Einstellungsmöglichkeiten gibt, die wir aber alle so lassen, wie sie vom Schwierigkeitsgrad ausgewogen vorgesehen sind. Dann gehen wir weiter und wir kommen zur Besatzung. Wie ihr wisst, habe ich ein paar Unterstützer, die meinen Kanal finanziell unterstützen. Vielen Dank an euch, meine lieben Leute. Und das Ganze läuft bei mir über Patreon. Und die Unterstützer haben das Privileg, hier namentlich auch genannt zu werden. Also die Chance darauf, dass ihr Name dann gezogen wird, wenn es Namen zu vergeben gibt. Und da wir hier mit 4 Charakteren spielen und hier direkt auch die Möglichkeit haben, die Namen zu geben, werde ich das jetzt auch machen. Aber vorher, weil es könnte sein, dass ich noch ein paar Mal neu würfle, gucken wir erstmal, welche Fähigkeiten wir da haben. Also wir haben hier einen Spieleentwickler, einen Verkäufer, einen Astronauten und eine Programmiererin. Und wichtig ist einfach dieser Abschnitt hier, die Teamfertigkeiten, zeigt nämlich an, was wir mindestens brauchen. Das wird hier angezeigt. Also wir brauchen zum Beispiel mindestens 1 bei Rohstoffabbau, bei Bauen, bei Fertigung und bei Navigation. Aber die Skills so alle zusammengerechnet, also es wird halt geguckt. Rohstoffabbau 3 heißt, irgendjemand hat bei Rohstoffabbau 3. Das ist ja einmal zum Beispiel Nina. Bay hat jetzt halt nur 2. Aber gut, wir haben 2, die 3 haben. Das heißt, der höchste Skill wird immer angezeigt. So, Schildtechnik haben wir hier zum Beispiel 5, da können wir schauen. Das ist hier sogar bei Nina, bei der Programmiererin. Die anderen sind da wahrscheinlich ja mit 1, 4, 3 und so weiter. Man kann das natürlich auch alles noch so ein bisschen selbst anteilen. Die Anteile hier verändern. Aber wir lassen es halt so, wie es ist. Ich werde jetzt die Charaktere auch so nehmen, weil wir hier eine sehr ausgewogene Verteilung haben, finde ich. Können wir uns, glaube ich, mit dran wagen. So, jetzt muss ich nur kurz eben meine Liste hier noch öffnen. Eine Sekunde. So, und dann vergebe ich hier die ersten Namen. Ja, ich muss es dann definitiv zuerst machen. Und dann hätten wir Nummer 1. Na, wo ist meine Tastatur? Klippenläufer. Klippenläufer, vielen Dank für deinen Support. Du bist Spieleentwickler. Dann Bay. So, Moment. Wieder rüber zur Liste. Bay wird Kuzia. Kuzia, vielen Dank für deine Unterstützung. Dalon. Dalon wird Gijo. Vielen Dank für deine Unterstützung, Gijo. Und Nina wird Düna, vielen Dank für deine Unterstützung. Okay, wenn wir weitere Leute dazu bekommen, dann gibt es weitere Unterstützernamen. Diese hier sind jetzt zufällig ermittelt. Ich bedanke mich bei allen meinen Unterstützern und Unterstützerinnen. Und 4 von euch haben jetzt die Namen hier vergeben bekommen. Und dann starten wir auch schon ins Spiel. So, wusstest du, dass du neue Besitzungsmitglieder finden kannst, indem du Kryostase-Kammern auf verlassenen Schiffen erkundest? Ziemlich cool, oder? Ja, hier so ein kleiner Hinweis. Also, weitere Namen werden kommen. So, willkommen bei Space Haven. Hallo Weltraumreisender und willkommen bei Space Haven. Ist denn die Zeit läuft weiter? Dann pausiere ich direkt mal. Folge den blauen, sich auf die Ziele beziehenden Instruktionen, um dich durch alle grundlegenden Schritte des Baus eines funktionierenden Schiffes führen zu lassen. Deine Besatzung folgt einem Zeitplan, wobei das Symbol über den Köpfen der Mitglieder dir anzeigt, ob sie momentan arbeiten, schlafen
oder sich etwas freie Zeit zur Erholung gönnen. Alle drei dieser Aspekte sind wichtig, also gestehe deinen Besatzungsmitgliedern ihr eigenes Tempo zu und schon bald wird dein Schiff zum Leben erwachen. Wenn dir der anfängliche Ressourcenbestand Probleme bereitet, dann scheue nicht davor zurück, ein neues Spiel zu starten und deine Anfangsressourcen über das Anpassungsmenü so zu verändern, dass sie zu deinem Spielstil passen. Ein Sandbox-Modus ist ebenfalls verfügbar. Gut. So. Wir verschaffen uns erstmal Überblick. Ich zeige euch ein bisschen was zum Inventar. Wir haben also hier natürlich unsere Leute. Im Moment hat jeder von euch einen Anzug an. Hier oben steht, was sie gerade tun. Sie sind am Arbeiten, heißt das, glaube ich. Und dann haben wir hier oben so die verschiedenen Elemente des Spiels, wie die Sternenkarte, die Schiffssysteme, Besatzungsmanagement, Datenlogs und Statistiken. Hier ist der Forschungsbildschirm, die taktische Karte und Angriffssystem und Energiesteuerungsansicht lässt sich hier öffnen. Das hier ist der Name unseres Schiffs. Den müssen wir auf jeden Fall umbenennen, sofern das geht. Ja. Unser Schiff ist die HSS, keine Ahnung wofür es steht, HSS Wolfsherz. Und ja, wir haben im Moment 3 Kernpunkte. Wir können maximal 4 haben. Das hängt was mit unseren Kapazitäten und gebauten Anlagen zusammen. Wir können später auch noch mehr Kernpunkte haben, aber das ist jetzt mit dem, was wir hier haben, möglich. Wir haben 10 von 12 Systempunkten. Hier sieht man auch, wo sie herkommen. Durch den X1, X2, X3 Systemkern. Wir haben eigentlich nur einen Systemkern. Das müsste dieser hier sein. Genau, wir haben einen X1 Systemkern. Zustand 4 von 4, Übersicht. Ja, ist halt der Zentralrechner und dadurch haben wir halt hier 10 Systempunkte. So. Okay, dann haben wir hier eine Masse, die beträgt momentan 1392, wird hier gerundet auf 1,4k. Die Massekapazität ist überschritten, deswegen ist der Treibstoffverbrauch gesteigert. Naja, wir können die Massekapazität erhöhen durch den Bau von mehr Hyperraumantrieben. Wir sind im Moment halt eben nicht reisefähig, um das mal ganz klar zu sagen. Dann haben wir hier, wie lange hält der Strom? Wie viele Besatzer oder wie viele Personen sind gerade an Bord? Wie ist der Sauerstoff? Wie ist um den Sauerstoff bestellt? Die Stimmung? Wie viele Creds haben wir? Geld? Dann wie viele Bauwerkzeuge? Und wie lange reicht die Nahrung? Und vor allem, wenn man drüber fährt, auch immer noch eine kleine Erklärung, wie sich alles zusammensetzt, wo wie was hinkommt und so weiter und so fort. Hier werden die Ressourcen angezeigt, die wir momentan haben. Wir können das hier auch größer machen, dann werden mehr Ressourcen auf einmal angezeigt und wir können hier auch sagen, dass wir zum Beispiel Ressourcen der gesamten Flotte oder nur Ressourcen des aktuell ausgewählten Schiffes sehen wollen, weil wir haben hier später unter Umständen auch mehrere Schiffe. Ich werde das wieder ein bisschen kleiner machen und hier können wir übrigens auch noch filtern, zum Beispiel auf Medizin und Drogen und dann wird das hier natürlich entsprechend vorgefiltert. Statistik und Diagramme. Kenne ich so noch nicht. Wahrscheinlich der Verlauf. Das heißt, ja, wie viele Energieblöcke haben wir jetzt? 17, wenn wir jetzt welche bauen, dann werden wir wahrscheinlich eine Kurve sehen, die hier nach unten geht. Okay, gut. Dann haben wir hier einmal das Schiff. Also ist der, das ist der Schnellzugriffsbutton. Hier können wir weitere Schiffe bauen. Unsere gesamte Flotte wird hier so quasi so angezeigt. Auch das lässt sich verlängern. Hier die Anzahl der Leute. Reicht aber momentan eine Zeile. Ja. Das hier scheint nicht so ganz so gut zu passen, aber wie gesagt, eine Zeile reicht. Hier oben sehen wir, was in der, also an dem aktuellen Ort, ich zoome mal raus, was hier auf dieser aktuellen Karte verfügbar ist. Wir haben halt eben, haben wir auch bei der Spielerstellung schon gesehen, wir haben Asteroid, wir haben Asteroid mit Eis, mit Hyperium und mit Energium, das sind diese Dinger hier. Und da ist ein verlassenes Schiff. Das können wir erkunden, das können wir auseinandernehmen. Vielleicht finden wir da sogar eine Kryokapsel und. Hier ist ein Status zu unserem Schiff. Betriebsfunktionen sind offline, kein Bediener, Schiff ist instabil. Also ein paar Statusnachrichten. Das hier ist halt eben auch offline und so weiter. Wir haben verschiedene Zoom-Stufen. Ich werde wahrscheinlich überwiegend auf dieser Stufe spielen. Wir können auch noch näher ran. Da sehen wir hier unser Lager zum Beispiel, das ist voll. Da sind halt alle Sachen drin, die hier auch stehen. Auf dieser Zoom-Stufe ist auch mal ganz schön. Das ist halt unskaliert die schönste Auflösung eigentlich.
aber ist ein bisschen klein alles, deswegen werden wir wohl hauptsächlich hier sein. So, hier oben werden Nachrichten auftauchen. Hier ist, welchen Tag wir haben. Tag 1, das ist glaube ich Tag 7, das heißt, das ist eine ganze Woche hier. Oder so ähnlich, ich bin nicht sicher. Sehen wir dann, wenn es durchläuft. Hier Kontrolle der Geschwindigkeit, hier Statusnachrichten, hier unten ist das Baumenü. Und hier können wir auch auswählen, wie Wände und sowas alles dargestellt werden. Wir lassen es mal jetzt auf dieser Einstellung. Das heißt, wir blenden alle Wände erstmal aus. Wir können auch hier das Dach anzeigen. Dann sehen wir, wie das Schiff quasi komplett umhüllt aussieht. Aber das ist auch eher ein bisschen hinderlich. Hier sind noch so Overlays. Wir können zum Beispiel sehen, wo sind Lüftungsöffnungen, wo ist Wasserdampf, hier gefährlich, Rauch, CO2, Sauerstoff, hier ist Temperatur und so weiter und so fort. Immer mit einer Skala und die Einfärbung hier direkt auf der Spielwelt. Okay, so. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir haben. Also wir haben keine Werkzeuganlage. Jetzt lassen wir erstmal die Zeit weiterlaufen, weil nur dann kommt hier das nächste Ziel. Und das brauchen wir jetzt halt alles. Wir können aber halt sehen, wir brauchen auf jeden Fall eine Werkzeuganlage. Wir haben keinen Ort zum Entspannen und das Schiffslager ist voll. So, aber jetzt kommt das erste Ziel. Wir sollen eine Werkzeuganlage bauen. Die Werkzeuganlage wandelt Ressourcen zum Aufladen der tragbaren Druckerpistolen deiner Besatzungsmitglieder um. Also, unsere Besatzungsmitglieder, die wir uns auch mal ansehen können, die haben... Okay, sieht man nicht. Aber scheinbar hat jeder seine Druckerpistole, also ich sag mal so eine 3D-Druckpistole, mit der quasi vor Ort die entsprechenden Teile gedruckt werden können, um irgendwelche Maschinen zu fabrizieren. Und damit wir das machen können, brauchen wir eine Werkzeuganlage, damit diese Pistolen, diese Bauwerkzeuge dort wieder aufgeladen werden können. So. Wir sehen hier die Fertigkeiten, den Status des Besatzungsmitglieds. Hier die Stimmung, die allgemeine Stimmung ist sehr hoch. Und was beeinflusst die Stimmung, sehen wir hier. Dann sehen wir hier den Zustand. Wach arbeitend, hat fantastische Laune, Energie geladen und so weiter. Und halt das Inventar habe ich gerade schon gezeigt. Und hier unten halt so eine Schnellübersicht. Wir können dem Charakter folgen. Wir können den Charakter umbinden, das haben wir schon gemacht. Und hier ist das Zeitplanmanagement, da gucken wir jetzt mal rein. Und das sieht man halt, das ist so ein bisschen rimworldig. Wir haben halt hier eben erstmal die Möglichkeit, generelle Zeitpläne zu erschaffen. Zum Beispiel Zeitplan 1, Zeitplan 2. Und dann können wir hier sagen, du arbeitest mit Zeitplan 1, du arbeitest mit Zeitplan 2. Wir können aber auch individuell für jeden Einzelnen hier die Zeitpläne ändern. Und das funktioniert halt eben auch sehr gut. Ich mache jetzt mal hier zum Beispiel, so machen wir hier Freizeit hin. Dann hätte Düna jetzt hier einfach von 6 bis 8, von 7 bis 8 Freizeit. Aber wir machen das jetzt wieder auf Arbeit. Dann gibt es hier aber auch noch so eine Unterscheidung Primärtätigkeiten und Sekundärtätigkeiten. Und bei Sekundär gibt es im Moment nur Lernen. Und das ist halt hier bei allen auch über fast den ganzen Tag erlaubt. Die können auch lernen. Gut, wir können hier mehrere auswählen und können sagen, Zeitplan übergehen. Weiß nicht, was das bedeutet. Also, dann kann man hier für 3 Stunden sagen, ihr macht jetzt Zwangspause. Und dann wird für diese Charaktere der Zeitplan umgeben. Die machen 3 Stunden Zwangspause jetzt. Aber brauchen wir jetzt auch nicht. Ich wollte nur zeigen, dass das geht. Okay, die Crew ist nach den Schiffen auch aufgeteilt. Wir können natürlich Crew zwischen den Schiffen hin und her schieben, wie wir wollen. So, wenn wir hier gerade schon mal drin sind, hier gibt es halt auch noch Prioritäten. Auch das kennen wir von RimWorld. Wir können hier sagen, welche Aufgaben sind am wichtigsten, welche Aufgaben sind eher nicht so wichtig. Grundsätzlich gilt, dass ein Pfeil nach oben mit einer Unterstrich und einem Dings oben dran das höchste ist, soweit ich das gesehen habe. Und wir können das hier halt eben auch niedriger machen. Also das ist die höchste Priorität, das ist die niedrigste Priorität. Und so sieht man halt hier eben bei Navigation, Schütze, Schilde, Betrieb und Steuerung. Alles was mit Schiffsbetrieb zu tun hat, würde ich sagen. Und dann haben wir hier so die anderen Dinge, die so mit individuellen Tätigkeiten, Botanik, Bauen, Wartung und so weiter. Also das ist Schiffsbedienung und das ist
ja. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Gut, haben wir das auf jeden Fall gesehen. Hier sehen wir auch den Skill jeweils. Der wird hier angezeigt. Düner hat halt eben 2 von 6. Und die Priorität ist hoch. Es übersetzt sich auf hoch. Das ist am höchsten, normal, niedrig, am niedrigsten und gar nicht. Das heißt, der Charakter macht das dann nicht. Wir stellen es wieder hoch auf. Wir stellen es wieder auf hoch. So, okay. Weiter geht's bei Lernen. Hier können wir offensichtlich Personen auswählen und dann sagen, was gelernt werden soll. Zum Beispiel Rohstoffabbau 3 von 5 und wann, wenn Fertigkeitslevel niedriger ist als sowieso oder hast du nicht gesehen. Ja, das können wir dann erstellen. Dann gibt es hier eine Regel, die steht dann hier, aber das machen wir jetzt alles noch nicht. Muss ich mich nämlich noch mit beschäftigen. Schiffe, hier sehen wir unsere Schiffe. Hier sind verlassene Schiffe und hier können wir halt Crew zuweisen. Wir können zum Beispiel hier, wenn wir hier noch ein zweites Schiff haben, könnten wir hier zum Beispiel so ein Erholungsschiff, wo nur Relaxen ist, da macht man auf dem Hauptschiff Erholung aus und sagt aber, auf dem zweiten Schiff ist Erholung erlaubt und dann gehen die halt zum Ausruhen darüber. Ob das Sinn macht, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt. So, Roboter haben wir auch keine, aber gibt es offensichtlich auch, wusste ich auch noch nicht. Gut, okay, also bevor wir uns aber weitere Interface-Elemente ansehen, jetzt wirklich mal der Bau der Werkzeuganlage. Geht übers Baumenü. Und dann haben wir hier halt eben Bearbeiten. Da kann man das ganze Schiff, die Strukturen alles bearbeiten. Dach, Böden, Wände, Berechtigung und so weiter. Und Objekte, die verschiedenen Kategorien, Systeme, Druckschleuse, Lagerung, Nahrung, Ressourcen, Strom, Lebenserhaltung, Anlage, Deko, Einrichtung, Wände und hier alle. Und man kann hier natürlich auch suchen. Und wenn wir jetzt die Werkzeuganlage wollen, dann geben wir das einfach so ein. Und dann wird das hier angezeigt, was passt. Grundsätzlich, es kommen noch weitere Sachen dazu. Aber die müssen dann erforscht werden. So, Werkzeuganlage. Und die können wir jetzt völlig frei platzieren. Man sagt uns hier nicht wo. Deswegen setze ich die jetzt erstmal einfach hier so rein. Wir werden später wahrscheinlich eh leicht umbauen müssen, denn wir haben ja jetzt hier so ein rechteckiges Schiff. Das ist für den Anfang ganz okay. Aber da werden wir nicht lange glücklich oder zufrieden mit sein. Ich werde die Werkzeuganlage mal hier platzieren mit dem Rücken zu dieser Wand. Hoppla, man kann... es gab irgendwie noch die Möglichkeit, so eine spezielle Bauansicht anzuzeigen. Vielleicht wird es nochmal gezeigt, egal. So, jetzt lassen wir das erstmal bauen. Was passiert jetzt? Die Leute schnappen sich Ausrüstung. Hier zum Beispiel Gijo und Düna haben jetzt schon irgendwas eingeladen. Und hier sind irgendwelche Schiffe jetzt beladen worden. Düna hat das Schiff beladen. Aber das kann sein... Ich muss mal kurz gucken. Ich pausiere nochmal. Also irgendwas ist zu diesen Schiffen gebracht worden. Wartet mal hier. Rumpfblöcke. Okay, ja, alles klar. Ja, diese Kapseln werden zur Erweiterung des Schiffs benutzt. Und da sind jetzt Rumpfblöcke eingeladen worden, weil mit Rumpfblöcken das Schiff erweitert werden kann. Dieses hier ist ein... das ist eine Förderkapsel, sieht man auch, sieht etwas anders aus. Also die Kapseln sind jeweils das, was vorne dran hängt, das ist die Schleuse dazu. Und dann startet die Kapsel hier so durch und deswegen hat die keine Rumpfblöcke bekommen. Das hier ist übrigens unser Shuttle, mit dem wir Crew transportieren. Okay, so, also jetzt ist das Werkzeug, was wir brauchen, hier hingebracht worden und zwar ein Infrablock und ein Techblock und daraus wird jetzt hier die Werkbank zusammengeschustert. Und dann ist er da. So, jetzt sorgen wir für ein optimales Gasgemisch sorgen, denn unsere Leute wollen natürlich atmen und leben. Und wir müssen natürlich einmal das CO2 entfernen, das geht mit einem Gaswäscher. Und wir brauchen einen Sauerstoffgenerator, damit wir hier, ja, Sauerstoff haben. Machen wir mal. Und wir gehen mal hier auf Lebenserhaltung, da sind die nämlich drin. Bauen wir zuerst den Sauerstoffgenerator. Den setzen wir jetzt mal... Ich setze den mal dahin. Wie gesagt, das werden wir möglicherweise noch alles verschieben müssen. Erstmal brauchen wir sie halt einfach nur, dass sie irgendwo gebaut sind. Und dann setzen wir den Gaswäscher mal direkt daneben. Es kann sein... Doch. So, und jetzt werden wieder halt die Ressourcen hingebracht und dann aufgebaut. Und wenn ich den Baumodus verlasse,
dann sehen wir leider nicht mehr die Blueprints, sondern nur noch das hier, was gebaut wird. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, oder muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, das ist halt so. Wir werden jetzt auch nicht die ganzen Anfangsschritte durchspielen können. Denn sonst zocken wir hier eine ganze Stunde. So, und jetzt wird hier irgendwas gemacht. Jetzt gucken wir mal, was wird hier gerade gemacht. Arbeitet, okay. Aber was genau arbeitet der gerade? Können wir das sehen? Es ist halt irgendwas gemacht worden. Naja, für den Bau von Anlagen halt unerlässlich. Wie schon beschrieben, aber man sieht es halt nicht im Inventar der Leute. So, Bau 1 der folgenden Objekte. Thermostat oder wandmontiertes Thermostat. Für die Temperatur, für eine optimale Temperatur, gibt es halt diese Thermostate, die man auf den Boden stellen kann und welche, die man an der Wand montieren kann. Die sind von der Leistung, glaube ich, aber identisch. Wobei, weiß ich nicht, ob sie wirklich identisch sind. Wir setzen jetzt einfach hier so ein Thermostat in diese Ecke. Und vielleicht reicht das eine für diesen Raum. Wir haben hier nämlich sowieso schon eins stehen. Dann soll der zweite jetzt vielleicht den Rest noch beliefern. Oder können wir mal gucken in das Overlay der Temperatur. Eigentlich ist hier alles schon grün. Es ist schon alles auf Raumtemperatur. Aber wir sollen halt eins bauen. Wir halten uns ans Tutorial. Hier steht übrigens auch schon einer drin. So, dann würde ich sagen, machen wir die nächste Aufgabe auch noch und dann beenden wir die erste Folge und sehen uns dann in der zweiten wieder. Und schauen mal, was das Spiel uns alles noch so vor die Füße wirft. Mhm, sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Thermostat. So, wir sollen den Rumpf erweitern. Jetzt geht's schon los. Also, das Schiff soll größer werden. Aber wir sollen darauf achten, nicht zu viel zu bauen, weil das kostet Rumpfblöcke und wenn wir irgendwann keine mehr haben, dann können wir nicht mehr erweitern und das ist schwierig. So. Schiffe erweitern geht halt eben hier. Und dann wollen wir Rumpferweiterung machen. So, das ist der Rumpfbauplan. Hier können wir nicht erweitern. Warum nicht? Ach, weil da die Schleuse ist. Die Andockschleuse. Okay. So, ich würde sagen, wir klatschen jetzt einfach mal hier vorne ein Teil dran. Ah ja, okay, nee. Halt. So, einfach wirklich nur ein kleines Stück größer, damit wir gar nicht so viel ausgeben. Habe ich das jetzt bestätigt? Ja, okay, alles klar. So, und da fliegt jetzt die... Ich muss mal kurz... Irgendwie habe ich das hier wieder so... Da fliegen jetzt sogar beide Baukapseln raus. Wir sehen halt auch, wer drin ist. Klippenläufer und... Hier kann man es übrigens auch sehen. Gijo bearbeiten die Dinger. Dieser Kreis heißt, sind in der Kapsel drin. Und jetzt wird hier halt erweitert. Wunderbar. So, die Besatzung braucht Betten und eine Toilette. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Wir bauen. Und zwar für Lebenserhaltung. Nein, für Einrichtung ist das, glaube ich. So, wir können jetzt Betten bauen. Einmal normale oder Stockbetten. Ich würde sagen, wir bauen jetzt, weil das Wohlbehagen ist hier besser, bauen wir normale Betten. So, 4 Stück brauchen wir. Bauen wir da jetzt hin. Und eine Toilette setzen wir auch direkt. Die muss ich mal kurz anders finden. Da ist sie. Und die setzen wir hier hin.
Laut Tutorial hätten wir jetzt halt auch ein Stockbett bauen dürfen. Aber ich finde die normalen jetzt halt schöner, ne? Und sie bieten ja auch mehr Wohlbehagen. Und wir wollen ja, dass es unseren Leuten gut geht. So, dann werde ich die Geschwindigkeit mal erhöhen. Ich muss mal gerade gucken, das geht mit den F-Tasten. Okay. So. Installiere Lichter, damit die Besatzung etwas sehen kann. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt hier bei euch fürs Zuschauen und hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Und schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat, damit ich auch ein bisschen Feedback habe. Und lasst gerne einen Daumen da. Ciao.